Ja, und heute sind wir wieder bei Braunfels und suchen nach der Grube Queck. Hier könnt ihr sie schön sehen. Wir sind jetzt von da hinten gekommen. Hier unten, wo die Seen sind, bei Braunfels. Hier oben ist das Schloss. Jetzt sind wir hier an dieser Biegung. Wir werden jetzt hier lang gehen. Und dann da irgendwo in den Wald einbrechen. Die Grube Gut Glück werden wir auch noch irgendwann suchen. Ich zeige euch jetzt erstmal, woher wir gekommen sind. Und zwar hier unten. Oben ist das Schloss. Unten drunter der See. Und von da sind wir jetzt gerade hochgekommen. Und werden jetzt schön hier lang gehen. Und wenn man sich hier mal umsieht, hier ist alles voll mit Pingen. Also hier ist mächtig viel passiert auf jeden Fall. Naja. Da sind wir gespannt, was wir heute entdecken werden. Alles klar. Ja, und wie man sieht, ist hier auch massiv abgebaut worden. Zwar nicht so viel, so massiv wie in den Eisenfeldern, aber es sieht schon stark nach Pingen hier aus. Drüben auf der anderen Seite geht es weiter. Also da ist schon was los hier. Seht ihr euch mal das, diese Schlucht hier an. Naja, bewegen wir uns mal weiter Richtung Grube Queck. Ich denke mal, die heißt Quack, aber nö, heißt die Queck, hat er gesagt. So, wir sind jetzt mit Sicherheit in der Nähe. Ich werde gleich nochmal auf die Karte gucken. Und auf der Seite müsste es irgendwo sein. Die gute Grube Queck. Aber erst gehen wir noch da hoch bei das Schild. Mal gucken, ob da Infos draufstehen. Ja, wir bewegen uns jetzt hier auf eine massive Schlucht zu. Hier fängt die Schlucht an. Wenn wir die Schlucht jetzt darunter zu ein bisschen weiter gehen, müssten wir zur Grube Queck gelangen. Na dann mal los. Kriak. Ja, das sieht aus wie so eine Bach, die hier mal lang fließt, ab und zu, wenn starker Regen ist. Ja. Naja, dann auf wie rein. Ja, da vorne in dem Hang habe ich mich gerade auf die Schnauze gelegt. Hier kann man es noch sehen. Dreck, wie soll ich näher ins Auto reinkommen? Der Kollege nimmt mich doch nicht mit, wenn der Arsch so dreckig ist. Aber hier kann man massive Aushebungen sehen. Also hier wurde doch ordentlich abgebaut. Das erklärt sich nicht länger durch einen alten Bach, sondern das ist Menschenhand gemacht. Und da drüben ist sogar ein Weg. Sowas wie ein Weg sehe ich gerade. Ja. Also die Grube Queck kann nicht mehr weit weg sein. Hier drüben geht es noch massivst weiter. Oh.
Ja, also hier ist doch ordentlich was passiert. Und da unten das erste Artefakt. Alter Eimer oder sowas. Also es wird wärmer, würde ich sagen. Das meine ich nicht von den Temperaturen her. Heftig. So, von hier sieht man das auch besser. Das ist hundertprozentig ein Weg. Und wohin sollte der anders hinführen als zur Grube Queck? Ja, das ist Hard Terrain hier, ein schwerer Boden. Das ist crazy shit, man. Bin schon einmal hingeknallt. Ja, weggerutscht eigentlich. Aber kommt auf selbe hinaus, die Hosse sind direkt dreckig. So. Ja, in der Karte ist das irgendwie eingezeichnet. In der Mitte von der Schlucht dürfte eigentlich vordere Teil unbewaldet sein. Und dann hier, wo ich gerade bin, der hintere Teil bewaldet sein. Aber sieht im Moment noch sehr unsortiert aus. So, wir haben gerade noch mal einen Grenzstein entdeckt. Aus Basalt, so ein. Das sieht man aus, das Ding. Guck mal hier. Da geht tief rein. Ja, aber das soll ja auch halten. Ja, und wie man sieht, ist das Gelände doch weitläufiger, als ich erst vermutete. Ich dachte, das gibt ein kurzes Video, weil ein schneller Spaziergang über die Grube Queck. Aber ich denke mal, dem ist nicht so. Also das Gebiet ist wirklich weitläufig. Mit einer riesen Halle in der Mitte. Derb. So, und direkt nochmal ein Grenzmarkierungsstein gefunden. Also sieht so aus, als sind wir ja definitiv in der richtigen Gegend. Man sieht überall schon Halden und so. Kann ja auch sein, hier war bloß ein Schacht, den man zugeschüttet hat. Das weiß ich halt nicht genau. Gut, dann sehen wir mal weiter. Ei. Bier schmeckt schon mal viel wert. Ach du Scheiße, Leute, guckt euch das an hier. Das ist ja fast so wie die Tagebaue Eisenfeld. Aus der Serie Die Ernstbahn und ihre Gruben. Scholz. Ja, hier ist heftig. Also das ist wirklich derb. Und einen weiteren Markierungsstein gefunden. Das ist wirklich hier doch schon verdammt groß. Insgesamt. Zwar nicht ganz so tief, aber sehr, sehr weitläufig. Tja. Weiter geht's.
Ja, hier haben wir noch einen kleinen Tümpel gefunden und noch ein bisschen Eis da drauf. Aber unser nächstes Ziel ist da hochzukommen. Sieht nämlich auch wieder aus wie ein Plateau. Vielleicht gibt es da weitere Spuren zu entdecken. Bleibt dran! So, wir haben es jetzt direkt hier hoch geschafft auf dieses Plateau. Das ist der Blick von hier oben. Und eine kleine Tümpel. Ja, und so wie es aussieht, geht das hier noch massiv weiter. Da habe ich bald schon Angst, dass ich nicht zur Grube Anna noch komme. Das ist, glaube ich, bei Tiefenbach. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt gerade bin. Aber auf jeden Fall hier oben auf diesem Plateau ist leider nichts von Interesse. Ja, bei der Gelegenheit ist leider auch mein Bier schon wieder leer gegangen. Es ist nur noch ein Schluck drin und den pumpe ich direkt ab. Yeah. Ja. Auf der Karte ist ein kleiner Tümpel eingezeichnet. Und hier ist er. Soeben entdeckt. Konkret. Wir gehen mal runter, falls wir können. Wenn wir nicht. Er ist noch ein bisschen zugefroren. In den letzten Tagen war es doch ziemlich kalt gewesen. Ja, also zwei markante Punkte haben wir. Einmal den See, den Tümpel und da hinten die steile Halde. Alle beide sind inklusive des Stollens oder Schachts in die Karte eingetragen. Und ich denke mal, jetzt müssten wir in der Lage sein, es zu lokalisieren. Ja, Batterie geht auch wieder leer, aber ist egal, habe ich noch eine dabei. Gut. Ja, jetzt bin ich doch hier runtergegangen an den kleinen Tümpel. Der ist sogar hier abgesteckt. Mit Holz, dass der Hang nicht abrutschen kann oder der Rand. Das Ufer, was auch immer. Da geht's weiter. Ja. Ja, das sind so kleine Wege, nicht? Genau. Naja, rundherum nicht, aber. Vielleicht für Angler. Ja, ich weiß nicht, wie tief der Tümpel ist, aber ich glaube kaum, dass hier Fische drin sind. So. Da hinten war der See. Und da oben ist diese große Halde, der Hang. Wie wir es auf der Karte gesehen haben. Da unten wäre die andere Schlucht. Wie wir es auf der Karte gesehen haben, ich blende noch mal ein Bild rein. Ja, und hier in dem Bereich müsste es dann höchstwahrscheinlich sein. Und das kontrollieren wir jetzt noch mal ein bisschen. Ja, ich bin jetzt sogar hier runtergegangen, wo diese seltsame Felsformation war, oder ist vielmehr, mit ganz viel Moos drauf. Ich liebe Moos. Ja, aber hier ist wirklich, auch hier ist wirklich nichts zu sehen. Ja, ich glaube, wir werden keinen Schacht oder Stolleneingang finden. Ob der zugeschüttet worden ist oder überhaupt einer war, das weiß ich ja noch nicht mehr im Grunde genommen. Aber eins steht sicher,
Das hier ist das Grubengelände der Grube Queck. Und das ist auch schon massiv hier. Tja, ich muss dann leider mitteilen, dass wir die Suche für heute dann abbrechen werden. Wir haben wirklich schon nahezu alles abgesucht. Dass das der Bereich der Grube Queck ist, das ist definitiv klar. Man sieht hier Tagebau ohne Ende. Und dieser eventuelle Stollen oder Schacht, vielleicht ist er zugeschüttet. Wir haben eine Stelle gesehen, wo eventuell aber auch keine Spuren wie Betonfundamente oder ein Rohr, Wasserrohr, Lüftungsrohr, was auch immer, was aus der Erde kommen würde. Nichts. Ja, und an der Stelle möchte ich einmal mehr darum bitten, falls dieses Video jemand sieht, der sich hiermit auskennt, mit den Gruben der Lindelbachbahn, bitte in die Kommentare schreiben. Jede Information und jeder Hinweis ist reines Gold wert. Okay.